Wobei, jetzt diese eine Umbauanlage hier sollte doch eigentlich gut was bringen, ne? Nee. Es wird alles weggemüffelt. Wobei die Kisten sich jetzt erstmal alle wieder füllen müssen. Die Kisten waren bestimmt alle so runter auf 5 bis 10 Fuel Blocks. Und jetzt füllt sich jede Kiste auf 100 oder 200 an. Also selbst wenn wir jetzt hinterherkommen würden mit der Flüssigkeit, würden wir es hier an der Kiste nicht sehen können. Das müssten wir, wenn, dann oben direkt bei den Anlagen checken. Apropos Anlagen und Kisten, die Fuel Blocks wegmüffeln. Hier war das. Die macht überhaupt irgendwas an Strom? Ja, mach einfach weg euch. Ich habe euch zu lange bei der schlechten Arbeit zugeguckt, das will ich nicht mehr. So, mach das hier alles weg. Wir haben jetzt keinen riesen Stromeinbruch, oder? Nö. Gut. Wir werden hier wenigstens keine Fuel Blocks mehr zwischengepuffert. Ich nehme das alles mit. Schmeiß das gleich in die Anlagen, dann ist gut. So, das ganze Wasserzeug hier war auch nur dafür, oder? Ne, ich glaube, das habe ich auch genutzt für die ganzen anderen Sachen. Das muss also so bleiben, wie es ist. Was bist du? Du bist komisch. Weg, 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 weg. So. Und alles mitnehmen. Gut, eine Altlast weniger. Falls da Probleme auftreten sollten, kümmere ich mich dann später drum. Du kommst echt nicht hinterher. Nee. Einfach eine zweite. Bau. Chemical Plant. Die setzen wir dann hier hin und die macht das gleich wie die andere auch. Dann haben wir zwar irgendwann auch kein Schweröl mehr, aber für Schweröl haben wir wesentlich weniger Abnehmer. Warum machst du kein Lubricant mehr? Oh, ich habe da unten noch die guten Module. Du raus, du rein. Gut. Die könnte man theoretisch auch alle. Aber eigentlich hatte ich doch kein Ölproblem, das verstehe ich nicht. Ich hatte doch diese komischen neuen Pumpjacks dahin gepackt und dann war alles gut. Na gut, sei es drum. Wir haben gleich ganz viel Lubricant. Sobald sich das Lubricant staut, staut sich das Schweröl. Sobald sich das Schweröl staut, können wir noch mehr verzwirbeln zu Leichtöl. Okay, wo ist die Fabrik? Da ist die Fabrik. Bau mir bitte. Ja, da ist okay. Es ist jetzt ein bisschen Rohrengewusel, aber das krieg ich nur schwer hin. Du bau bitte das da zu dem Daumen. Dafür bräuchtest du. Erstmal brauche ich wieder Untergrundrohre. Ich brauche mehr Logistik-Slots. Das sollte ich vielleicht bald mal angehen. Auch wenn das wieder was Teures ist, aber es ist ein schönes Luxusgut. So, Wasser. Ich hätte jetzt gerne Wasser. Was? Mist. Ich hätte jetzt gerne. Dum, 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 dum. So. Da komme ich nicht ran. Da hinten. Wasser. So. Darunter da hoch, darunter da hin. Mist. Nein. Darunter da hoch. Was? Nein, mach das einfach komplett so. Da verbindet er sich aber wieder. Das ist. Okay, dann gehst du da. Dann verbindest du dich da wieder. Wollen mich doch alle veräppeln. Okay, wir müssen jetzt die Lava umbauen. Nee, komm. Ich muss da irgendwie anders hinkommen. Weißt was? Ich nehme einfach. Du.
machst hier einen Sprung, gehst bis nach da. Dann haben wir hier Platz. Das weg, mach das weg. Das weg, mach das doofe Ding da weg. Setz dafür ein ordentliches Ding hier hin und hau jetzt da zwei von den Fabriken nebeneinander hin. Ich habe gar nicht dieses ba, 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 ba. So. Jetzt hättest du gerne das zu dem, du gerne das zu dem. Dann hätte ich gerne das Schweröl. Einmal da. Und einmal da. So. Und Wasser hätte ich gerne. Dum, 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 dum. Einmal da. Dann hier runter. Selbst so klappt es nicht ordentlich. So. Nicht schön, aber es klappt. Wir haben Türme, die schießen. Wir haben allerdings keinerlei Stromprobleme. Das heißt, die beiden gehen jetzt daraus, daraus und arbeiten beide super effektiv. Gibt es MK2 Chemical Plants? Wahrscheinlich nicht. Aber gut, ich hoffe mal, das reicht jetzt, um das Problem hier zu beheben. Sieht ja soweit inzwischen ganz okay aus. Gut, 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 gut. Ja, sei auch mal produktiv und nicht schnell. Du auch mal produktiv und nicht schnell. Damit wir nicht ganz so viel Leichtöl verbrauchen und die Dinger wenigstens durchgehend arbeiten können. Okay. Ja, ja, schaut gut aus. Okay, Krise abgewehrt. Zumindest hier eine. Dinge werden zerstört. Ja, ich sollte mal wieder Dinge töten, damit weniger Dinge zerstört werden, ne? Aber erstmal Inventar gleich ausmüllen. Weil ich bin hier nebenbei immer wieder am Aufräumen. Ich nehme da so viel Gedöns mit. Das geht gar nicht. So, du bist voll mit Kram. Oh, MK1-Roboter. Geht mal raus. Powerrüstung, tolle Pumpen. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht mehr... so. Dass ich nicht mehr reinhole als raushole. Das ist ein bisschen wie so in den Keller gehen. Man will irgendwas in den Keller bringen, der findet immer im Keller tolle Sachen und die nimmt man wieder mit nach oben. Das, ja. Du kannst weg. Du kannst weg. Die Beacons können erstmal weg. Zweier Assembly kann weg. So viele Repair Packs brauche ich nicht. Alte Poles brauche ich nicht so wirklich häufig. So, so. Die mediocre Shotgun Battery hätte ich eigentlich ganz gerne dabei, falls dann was ist. Kupferkabel brauche ich nicht. Den Rest brauche ich eigentlich schon. Okay, die Speed-Module da nicht. Die Speed-Module nicht. Boiler gerade nicht. Die Pumpen gerade nicht. Offshore-Pumps gerade nicht. Das gehört eigentlich auch alles ins System. Ja, das schaut... Auto. Auto brauche ich auch nicht. Das schaut doch mal gut aus. Du nicht, du nicht, du nicht. Ja, wieder ordentlich viel Platz. Okay. Was nun? Forschung. Flammenwerfer wollte ich eigentlich bauen, ne? Also Munition. Ja, steht noch an. Ich könnte Rocket Defense... Achso, es dauert ein bisschen. Also ja, ich könnte das Spiel jederzeit beenden, aber es ist ein bisschen langweilig. Du Super Inserter Optimization unavailable. Boah, 1200. Nee. Ich hätte ganz gerne noch bessere Türme, die Gunmetal Alloy brauchen. Nein. Noch mehr Turret Damage. So. Mach mal bitte. Und dann gehe ich, glaube ich, wieder Basen zerstören. Im Osten ist gerade ziemlich viel los. Da schauen wir mal nach dem Rechten. Du. Bau mal die... Das waren einer Schilde, ne? Oh ne. Das sind alles MK2 Schilde. Okay, ich habe nichts gesagt. Dann bau bitte... Die da. So. Damit wir einen größeren Puffer bei der Batterie haben. Ich denke, das ist eine gute Sache. Rum, 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 rum.
Steine stauen sich schon wieder. Hatte ich nicht extra das Landfill-Ding gebaut? Bitte, bitte beliefer mich mal mit Landfill. Obwohl, nee. Ich schieb das Töten mal kurz auf. Und baue neben der Landfill-Fabrik eine bigger Landfill-Fabrik. Das kannst du übrigens lassen. Eine bigger Landfill-Fabrik. Da. Um das Ganze dann weiter zu verwursteln. So, du kriegst hier bitte normalen Landfill. 100 Stück. Dich beschränken wir mal auf 2. So. Wie viele Steine haben wir jetzt noch im System? 86.000. Das geht echt gut weg. Nur mal kurz testen. Nee, man kann es nicht produktiv gestalten, aber wäre Verschwendung. So, jetzt haben wir ganz viel Landfill und damit könnte ich jetzt eigentlich die ganzen Seen wegmachen. Deshalb brauche ich hier ein Licht. Licht. Mehr Licht. Habe ich noch ein Water begonnen? Nein, habe ich nicht. Brich das mal ab. Water begonnen. Mach gleich mal ein paar mehr davon. So. Und jetzt die Dinger da. So, Water be gone. Flup. 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 Super. Das war jetzt einfach, okay. Da wollte ich auch noch Water be gone. Flup. Schön. Ja, wird langsam. Alles eine planierte Fläche mit Tonnen von Maschinen drauf und so weiter. Gut, gut, gut. Was sagt das System? Hallo System. Strom ist top. Wir könnten noch mehr... Es funktioniert echt super. Also wir haben jetzt durchgehend 50 Akkus und 50 Solarpanels. Einfach so auf Tasche. Das heißt, ich sollte das wirklich mal hier zu Ende bauen. Du. Da muss noch ein... Dingensbummens hin, eine Substation. Da. Dann so, 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 so. Wenn das so weitergeht, kann ich echt auf die Steam Boiler verzichten. Wobei, die sind halt irre praktisch, ne? Okay, hier sollte ich jetzt nicht zubauen. Wir sollten erstmal das Kupfer zerstören. Also abbauen, meine ich natürlich. Aber jetzt, wo ich keine Stromprobleme habe, könnte ich auch wieder diesen Super Kristall Mining Drill 10.000 nehmen. Genau. Electric Mining Drill MK3. Und damit dann abbauen. Das geht nämlich ziemlich flott. So, so, so. Du da noch zu dich ersetzen. Dazu. Was hat mich da gerade befüllt? So, hier wieder durchfressen. Num, num. Alles blau. Irgendwann kommt das so weit, dass wenn die Sonne aufgeht und die Solarzellen anfangen zu arbeiten, dass dadurch so viel Leck generiert wird, dass das Spiel abstürzt. Das denke ich mir auch schon mal bei den Lampen, wo man zu viele Lampen aufstellt. Ich glaube, das war früher sogar mal so. Oh, warte, ich komme nicht mehr hier ran. Und die da. Ja, Problem. Okay. Das wieder zu und von der anderen Seite Löcher reinreißen. Dann haben sie einen richtig schönen blauen Klumpen hier. Zack. So. Du zu. Jetzt müsste ich aber langsam auf 5 Gigajoule kommen, oder? Ja. 5 Giga. Ne, es war Gigawatts, hat er, glaube ich, gesagt, gehabt in dem Film. Oder? Weiß ich gar nicht mehr, zu lang her. So. Die noch weg. Ja, also ich bin definitiv dem nachgekommen, was ich tun sollte. Strom ist jetzt anscheinend für eine gewisse Zeit zumindest kein Problem mehr.
Stahl hat sich auch ein bisschen wieder eingerenkt. Wir sind bei 750. Eisenplatten ist bei 8000. Kupfer ist bei 5000. Ne? Es scheint wieder alles gut zu laufen. Das heißt, ich könnte jetzt mit irgendwelchen abgefahrenen Projekten wieder anfangen. Also zum Beispiel die Roboter auf MK2 umstellen oder alle alten Roboter erst mal einfangen und so eine Scherze halt. Apropos alle alten Roboter mal einfangen. Nimm mal hier so. Achso, und dann so. Du sortierst bitte Construction Boards aus und Logistik Boards. Sobald da einer reinkommt. Problem ist nur, sie kommen nicht wirklich häufig rein. Sie laden sich meistens nur auf. Oh. Ja gut, also ich bin sehr zufrieden, wie das alles funktioniert mit den ganzen automatisierten Akkus, mit den automatisierten Solarpanels. Dass wir einen Riesenspeicher haben, der fast durchgehend voll ist. Dass wir die Basen im Griff bekommen haben, dass wir da fleißig töten können, wenn uns denn danach ist. Munition scheint auch einigermaßen hinterherzukommen. Wobei das jetzt ein bisschen hinken könnte, wenn wir so viele Basen töten. Weil halt keine Gegner mehr rankommen. Oder weniger Gegner rankommen. Und wir haben Ressourcen. Alles Bombe. Ja, also ich speichere jetzt ab und wir sehen uns gleich wieder.